bin ein bisschen wild, macht euch darauf gefasst. Ich komm von weit her, aus einer anderen Galaxie. Ich bin ein bisschen schräg und das macht mir viel Spaß. Ich komm von weit her, aus einer anderen. Yeah! Ich liebe Regenbogen und kleine Hunde. Ba, 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 ba. Ich bin ein bisschen wild, macht euch darauf gefasst. Ich komm von weit her, aus einer anderen Galaxie. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Marco, I don't know how to tell you this because you're my best friend, Star, and that makes this super weird because... What's wrong? Because I do have a crush on you. I called it! Boom! I called it. I didn't want to admit it because I know you don't feel the same way, and I thought if I just pretended the feelings weren't there, they'd go away. But they haven't. I have to leave Earth, probably forever, and I couldn't go without telling you the truth. Goodbye! Star! Hey! What do you mean? Star? Mein Führer. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Magen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! Wie weit ist das also gekommen? Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur erfindlichen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch.
Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Ich glaub, die Erde ist ein ziemlich cooler Ort. Das will was heißen, denn ich war im All zuvor. Sie passen zu mir, ich kann sie leiden. Ich denk, ich könnte hier auch noch länger bleiben. Für mich sind Fremde neue Freunde, die ich treff. Ich kämpf mit Monstern und das macht mir wirklich nichts. Ich muss gestehen, ja, ich fühl mich hier zu Haus. This has been a Disco Saturn production. Thanks for watching. Carrot_Carrot.